Willkommen zu einem sehr deepen Game, wie ich finde. Und zwar Change, Überleben in der Obdachlosigkeit. Und wir klicken gleich, um alles zu verlieren. Es geht im Prinzip um ein Spiel, in dem man verschiedene Obdachlose spielt und so ein bisschen mehr zu zeigen, wie hart das Leben eigentlich ist und wie schwer es ist, da rauszukommen und wie viel eigentlich auch dein Leben von anderen Menschen abhängt. Ich habe das schon mal auf dem Hauptkanal gespielt und habe gesagt, ich würde mir gerne mehr Zeit dafür nehmen, das mit euch zusammenzuspielen und zu versuchen. Deswegen sagt meine liebe Community euch gerade im Chat auch Hallo. Deswegen kommt gerne auf www.twitch.tv/live vorbei. Über einen Daumen nach oben und ein Abo würde ich mich sehr freuen. Und wir gucken mal, ob wir es schaffen. Neustart. So. Wie lautet deine Geschichte? Also wir haben quasi verschiedene Möglichkeiten, die haben wir noch nicht freigeschaltet. Es gibt noch die Sucht, überlebe viele Suchtkrankheiten, um das freizuschalten. Veteran gibt es noch, psychische Krankheiten, erschaffe dir ein neues Leben. Soziale Isolation, baue eine starke Beziehung zu jemandem auf. Und dann schaltest du dir diese Charaktere frei. Hier können wir noch auswählen, was wir sein wollen, männlich oder weiblich. Ich würde mal sagen, in dem Fall wollen wir mal weiblich sein. Und dann würde ich sagen, ich habe schon mal gespielt, ich war Level 6, bin aber dann gestorben. Und deswegen würde ich sagen, gehen wir mal rein. Wie lautet deine Geschichte? Wusstest du, dass viele Obdachlose bei physischen oder psychischen Problemen Drogen nehmen, da sie oft keine ärztliche Hilfe bekommen? Schrecklich. Gerade in Amerika, wo man auch, wie gesagt, oft keine Krankenversicherung und Co. hat. Schlimm. Ich hätte nie gedacht, dass das so schnell geht. Ein paar Monatsraten für das Haus konnte ich nicht abzahlen und aus die Maus. Die Bank hat alles eingeheimst. Wie bekomme ich jetzt nur mein Leben zurück? Und das Ziel ist quasi, dass wir es schaffen, zurück ins Leben zu kommen. Überleben auf der Straße. Erstens, finde Essen und Unterschlupf. Finde einen Job. Miete eine Wohnung. Change ist in erster Linie ein Roguelike, in dem du dir ein neues Leben aufbaust. Jedes Playthrough ist anders. Und mit jedem Misserfolg schaltest du in der nächsten Runde Neues frei. Hinweis: Dieses Spiel verfolgt zwar die Absicht, dir die Realität obdachloser Menschen näher zu bringen, dennoch wurden verschiedene Aspekte des Straßenlebens aus Gründen des Gameplays abstrahiert. Das ist nämlich noch weitaus brutaler. That game. Und hier sind wir. Und jetzt? Ja. Hey, komm, ich helfe dir. Hilfe von Fremden. Heute sind fremde Menschen besonders gütig zu dir. Nützliches Kit, Überlegungskit, Straßenwissen. Puh. Das ist eine gute Frage. Ne, Wissen ist immer gut. Nimm mal Wissen. Hoffe, du packst den Winter. Vorteil. Okay, neuer Vorteil, okay. Was auch immer das bedeutet. Füllt 2 Freundespunkte auf. Genau, wir müssen hier oben immer gucken, wie es uns geht, ob wir geduscht sind oder nicht. Wir müssen hier alles immer durchstöbern, den Müll mitnehmen. Den können wir hier in die Recycling bringen. Zum Recyceln quasi. Sammeln. Und davon bekomme ich ein bisschen Geld. Und von dem Geld kann ich mir dann oft auch Wissen holen. Das ist aber echt nicht einfach, das Game, finde ich. Also falls jemand hier ist, der schon mal gespielt hat, Tipps und Tricks sind gerne gesehen. Und es ist auch gut, ein Job. Für einen Job brauche ich, wie ihr seht, hier auf jeden Fall mal Wissen. Dies ist dein Lernlevel. Je mehr du lernst, umso höher stehen deine Chancen auf einen besseren Job. Du kannst dein Level in der Bibliothek erhöhen. Längere Lernpausen können zur Geistesabwesenheit führen. Das ist das Problem, dass man dann auch wieder... Genau, das Problem ist, dass man dann nämlich auch wieder die Sachen vergisst. Deswegen sammeln wir ganz viel Müll. Hier kann man sich Essen holen. Was ist da drin? Fülle deine Taschen mit Items. Kann man das Spiel eigentlich auch speichern, seinen Spielstand? Hauptmenü, weiterspielen. Ja, kann man, oder? So, nehmen wir das alles mit. Fange ein neues Leben an. Ja, guck mal, wie viel man da braucht. Kann ich mit dem reden? Nehmen. Geben. Tauschen. Habe ich nicht.
Willst du tauschen? Nein. Ich will einfach nur überleben. Hier können wir übrigens immer duschen, waschen. Dafür braucht man zur Zeit, aber wir sind immer fresh, was auch wichtig ist. Und es ist eigentlich auch wichtig, dass man in einer Bleibe bleibt. Es gibt eine Bleibe, in der man am besten unterkommt. Klamotten muss man auch waschen. Ist gar nicht so einfach alles, ne? Shelter, hier zum Beispiel. Sperrstunde 20 Stunden, Kirche. Das heißt, sorry, wir öffnen erst um 16.30 Uhr. Verhindere die nächste Krankheit, in der du dich hier aufhältst. Das heißt, man hat hier die Möglichkeit, sich einzuquartieren und dadurch dann im Prinzip hier Vertrauen, Geld, Ruhe, Schlafplatz zu finden und so weiter. Aber die können auch schlimme Sachen dann hier drin passieren. Das ist ein bisschen wie 60 Seconds von den Survival-Dings. Essen, ne? Ich sollte was essen. Eat! Was ist denn das? Überlebenskunst. Mehrfaches Betteln bei einer Person ist erfolgreicher. Oh, so, das habe ich doch hier. Das Überlebenskit. Kann ich da nicht mal essen? Klicke hier, um dein Essen und andere einmal verwendbare anzuzeigen. Aber irgendwie kann ich, hab ich nichts, ne? Sollte mir auf jeden Fall was kaufen. Aber da steht doch irgendwas mit Eat. Wir gehen mal weiter. Hier muss noch irgendwo was sein. Ist hier was? Ja. Ein Apfel oder ein Imbiss. Bringt halt irgendwie Kauferfolg. Kaufen. Verlassen. So. Hat nicht wirklich viel geholfen, ne? Aber deswegen muss man auch unbedingt in diese Ding gehen. Ich schnorre mal. Haben sie Kleingeld? Wirklich nix. Deswegen sollte ich unbedingt in eine dieser Shelters gehen. Weil mit den Sheltern kann ich wenigstens Geld... da kriege ich Essen. Deswegen sind die Shelters wichtig. Darf ich sie kurz stören? Oh, shit. Erste Verwarnung, kein Betteln. Man muss auch aufpassen, dass die Polizei ja nicht findet beim Schnorren. Abfall auch nichts drin. Haben sie Kleingeld? Nichts, nicht jetzt. Ich hab's eilig. Kleingeld. Ein bisschen Bares. Nur meine Karte dabei, sorry. Haben sie Kleingeld? Haben sie Kleingeld? Oh nein, jetzt kommt die Polizei schon wieder. Ich muss sie bitten, hier nicht mehr zu betteln. Okay. Oh, das macht mich auch depressiv, ne? Da muss man auch aufpassen, dass man nicht depressiv wird. Okay, Essen. Ein Apfel, von dem schon jemand abgebissen hat. Ich esse ihn trotzdem. Igitt, das war eklig. Oh nein, du bist krank geworden. Dein Hungerlevel nimmt schnell ab. Oh nein. Verdammt. Ich muss in irgendeine Shelter. Ich muss in irgendeine Shelter. Seht ihr, wie schwer das ist? Mein Gott, ich will nicht draußen schlafen. Ich will schnell eine Shelter. Wasser. Ja, sehr gut. Ich muss in irgendeine Shelter. Shelter, Shelter, Shelter. Bank. Shelter, Shelter. Shelter, bitte. Shit, jetzt regnet es auch noch. Furchtbar. Ich brauche etwas Kleingeld. Oh nein. Ich muss sie bitten, hier nicht mehr zu betteln. Oh nein, jetzt bin ich... Sehen Sie sich unsere Produkte an. Oh Gott, shit. Das habe ich schon wieder gebettelt. Das wollte ich gar nicht. Oh nein. Unterwegs in einer neuen Gegend. Das wurde ich rausgeschmissen. Da muss man aufpassen. Wenn du zu oft bettelst, wirst du einfach irgendwo hingeschmissen und bist komplett weit weg von deiner Shelter. Jetzt ist es noch nicht schlimm, weil wir haben noch keine Shelter. Aber ich würde jetzt eigentlich echt mal gerne in eine Shelter gehen. Und ich habe auch mega Hunger. Hier gehe ich jetzt einfach rein. Wohnsitz festlegen. Erhalte Essensmarken. Ja. Ja. Sperrstunde, 20 Uhr. Verdammt, ich bin zu spät gekommen. Ich darf nicht mehr rein. Ich darf erst morgen rein. Ich sollte mir einen Platz suchen, um mich auszuruhen. Oh nein, der erste Tag lief schon so schlecht. Ein weiterer Tag geht zur Neige. Die Nacht ist über dich hereingebrochen. Und mit ihrer Verzweiflung und Gefahr. Du läufst durch die Straßen, bemerkst, wie die Leute dich anstarren. Als du an ihnen vorbeigehst, manche von ihnen wittern vielleicht sogar eine Chance. Es ist jetzt dunkel. In der Dunkelheit suchen die Wölfe nach Beute. Verfolgt dich jemand? Du bist dir nicht sicher. Du läufst schneller und kommst zu einer Gasse, die recht sauber zu sein scheint und, was noch besser ist, menschenleer. Du deckst dich mit Kartons und Papier zu, so bleibt dir wenigstens ein bisschen Wärme. Das war's also. Oh mein Gott, furchtbar. Hatte ich Glück, dass mir nichts passiert ist. Kann ich hier rein? Schlecht gefühlt. Ich muss jetzt was essen. Das ist ganz wichtig. I need food. No matter what. Geschlossen. Oh Gott, gib mir Essen. Ich habe Hunger. Ja, ja, ich weiß. Ich höre es doch. So, was haben wir denn hier? Kaufen? Kaufen. Pulli? Okay, gar nicht so easy zu überleben. Ihr merkt schon, ne? Okay, was ist denn das? Bier? Recyclingmüll, Essen, Essen. So, wenigstens etwas.
Weiterspielen. Okay, könnt ihr mir bitte sagen, sobald auf der Uhrzeit da irgendwas abgeht? Essensstufen. So. Torkelei. Wert des Recyclingmülls ist höher. Dafür kannst du nicht so viel tragen. Erhalte etwas Freude, wenn du die Max recycelt hast. Wenn du im Müll ein Item findest, kriegst du vielleicht sogar... Nee, ich würde das nehmen, weil das Problem war letztes Mal, dass ich so schnell unhappy war. Und dann geht's richtig bergab. Okay, ich darf jetzt auch nicht betteln. Könnt auch mit der Bushaltestelle überall hinfahren. So. Gucken jetzt mal, der Polizist ist halt hier leider überall. Und wir dürfen auch, wie gesagt, nicht so weit weggehen von unserer Ding hier. Von unserer Shelter, weil ansonsten, das ist auch eine neue, wenn wir das nämlich machen, dann müssen wir immer wieder von neu anfangen. Also je nachdem, wie lang du in einer Shelter bist, umso mehr Punkte kriegst du dort. Deswegen sollte man immer in der gleichen eigentlich unterkommen. Ich würde jetzt gerne mal betteln. Hier, neuer Vorteil, Überleben. Verfressen, maximal 130 erhöht. Freude und Hunger nehmen bei schlechtem Wetter langsamer ab. Auf jeden Fall, das wäre gut. Und jetzt pumpe ich mal. Oh shit. Muss sie bitten, hier nicht mehr zu... Oh shit, hier sind überall Polizisten. Warum ist denn das so schwer auf einmal? Kriege ich bitte Geld? Haben Sie Kleingeld? Würde ich über die Runden kommen? Bitte, ich brauche Kleingeld. Oh klar, Moment. Oh, endlich. Dankeschön. Hey, ich brauche Kleingeld. Ich habe nur meine Karte dabei. Bitte kriege ich Kleingeld. Bitte. Ich verhungere. Ja gut, hier bitte. Oh yes. Kriege ich bitte Kleingeld. Neuer Vorteil, Betteln. Mitleidenswert. Wenn du beim Betteln ein Item erhältst, gibt es vielleicht noch etwas dazu. Erhöht die Battle-Erfolge enorm, wenn die Freude über 90 ist. Freude steigt beim Betteln nicht, aber du erhältst Freude-Boni, wenn dir jemand ein Item gibt. Das finde ich auch gut. Kommt wieder die Polizei. Gib mir mein Recyceln ab. So. Kriege ich bitte Kleingeld. 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 Ich gucke eben nach, okay? Oh, danke. Yes, Leute, läuft. Lübt. So, ich habe schon wieder Hunger, ne? Das ist echt ein Problem. Aber Hunger, also Essen kriege ich jetzt aber eigentlich auch hier in meiner Hut. Also wenn jemand das Spiel gespielt hat, ich bin echt dankbar für Tipps, ne? Stimmt, Shelter, Shelter, Shelter. Oh, ihr habt recht. Wo ist meine Shelter? Oh. Verdammt, ich habe Hunger schon wieder. Hier ist meine Shelter gewesen, oder? Sorry, wir öffnen erst. Okay, dann warte ich hier kurz noch. Und pump dich mal an. Hier, bitte sehr. Yes, wir kriegen Geld. Vielen Dank. Dankeschön. Bitte nochmal. Okay, jetzt kann ich in die Shelter. So. Rest. Yes, wir können chillen und haben gegessen. Sehr schön. Ein weiterer Tag geht zur Neige. Zum ersten Mal betrittst du den Schutzraum. Die Angst steckt in jeder Zelle deines Körpers, als du an den anderen Obdachlosen vorbeigehst und dir ein Bett für die Nacht suchst. Die meisten haben den Blick nach unten gerichtet, aber manche sehen sich um, ihre Augen voll Verachtung, Wut, Ungerechtigkeit. Sie schrecken nicht davor zurück, sich zu holen, was sie kriegen können, selbst wenn es dir gehört. Du versuchst so schnell du kannst dein Bett zu finden und spürst all die brennenden Augen, die auf dich gerichtet sind. Hier gibt es keine Privatsphäre, aber so wie es aussieht, wirst du für eine sehr lange Zeit sowieso keine mehr haben. Es fällt dir schwer, das Gefühl abzuschütteln, dass du von den fremden Menschen um dich herum beobachtet wirst. Du liegst in den fleckigen Dreck, in den fleckigen Decken und wartest auf den Schlaf, der nie kommt. Oh, furchtbar, es war gar nicht gut. Hier. Vorteil, alter Hase, mehr Auswahl für zukünftige Vorteile. Zielstrebigkeit, geringe Freude wirkt sich weniger auf die Gehgeschwindigkeit auf. Hungerlevel fühlt sich in den Schutzraum schneller. Ja, weil ich fokussiere auf jeden Fall den Schutzraum in dieser Session. So, kriege ich bitte ein bisschen Kleingeld. Hä? Ja, ein bisschen habe ich was. Geil, gepackt. Bitte ein bisschen Kleingeld. Bitte gib mir Kleingeld. Du dumme Nuss. So, wir gucken mal, ob wir hier noch irgendwo alles mal mitnehmen, was wir so haben. Yay. Yay.
Hier können wir immer recyceln, ist gut. Sammeln. Ich würde jetzt gerne noch mal was zu essen holen. Ohne Hund. Man kann auch später einen Hund haben. Und duschen sollte ich eigentlich auch bald mal. Könnt ihr mir wieder rechtzeitig sagen, wenn ich rein muss? Was war das hier nochmal? Ich würde sagen, ich sammle jetzt mal ganz viel Geld und alles drum und dran, bevor ich hier jetzt irgendwie anfange. Genau, duschen kann ich auf jeden Fall mal. Das ist gut fürs Wohlbefinden auf jeden Fall. Hunger habe ich auch schon wieder. Oh lol, ey. So, wir gehen jetzt hier erstmal. Oh oh. Oh, das hat sich voll gelohnt, ey. Cool. So, waschen. Das dauert zwar jetzt ein bisschen Zeit, aber ist okay. So, verlassen. Dann gehen wir mal zurück und holen uns Essen. Essen. I need something to eat. Hallo an alle. Schön, dass ihr da seid. So, recyceln mal alles. So, let's go. So, ich brauche jetzt unbedingt etwas zu essen. Ja, aber hallo. Und umso mehr Hunger ich habe, umso schlechter fühle ich mich auch. Was, meine Shelter? Die macht auch gleich wieder auf. Da. Oh. Das heutige Angebot nehme ich auf jeden Fall. Oh, es war voll wenig, ey. Voll wenig nur. Shit. Was gibt's denn hier noch so? Was ist denn das? Ungezieferschutz. Verhindere das ungeziefer Essen. Oh, stibitzt. Put. Reduziere negative Auswirkungen des Wetters. Deodorant. 2 Tage länger Hygienelevel. Hotdog. Oh ja, das kaufen wir uns. 5. Oh, das gibt voll viel Hungerpunkte. Yes. Auf jeden Fall. Give me that. Oh yeah. Finally. Finally. I'm not hungry. Okay. Shelter kann ich auch gleich wieder. Ich glaube, davor hätte ich jetzt eigentlich nicht essen müssen, aber dann ist der Hunger wenigstens mal voll, weil die Shelter gibt ja eigentlich auch nicht so sonderlich viel, ne? Wenn jemand das Spiel gespielt hat, helft mir! Okay, dann gehen wir jetzt einmal rein. Rest. Jetzt haben wir endlich keinen Hunger mehr. Jetzt hat die Frage, was machen wir jetzt als nächstes? Ich weiß noch, dass ich letztes Mal versucht habe, einen Job zu kriegen. Da musste ich extrem oft in die Bibliothek und lernen, aber ich habe so schnell meine Punkte verloren. Das war komplett anstrengend. So, eine wichtige Entscheidung. Ah, gerade noch in den Schutzraum geschafft. Du hältst nach einer freien Koje Ausschau und hast Glück. Ganz hinten ist noch eine frei. Du setzt dich darauf und seufzt lang und tief vor lauter Schöpfung. Als du dich zum Schlafen bereit machst, siehst du einen jungen Menschen, fast noch einen Teenager, in den Schutzraum stürmen. Er stöhnt vor Enttäuschung laut auf, als er sieht, dass alle Betten belegt sind. Überlässt du ihm oder ihr dein Bett? Also man hat auch die Möglichkeit, später mit anderen Leuten in den Park zu gehen und dort eine richtige Freundesgruppe zu finden. Ich würde jetzt mal sagen, ja. Du stehst auf und ziehst die Aufmerksamkeit des jungen Kerls auf dich. Hier, du kannst mein Bett haben. Der Kerl kommt zu dir rüber, lässt seinen Rucksack neben dem Bett auf den Boden fallen und fängt an, darin herumzuwühlen. Er holt ein Sandwich heraus und reicht es dir. Mehr sagt er nicht, sondern legt sich sofort ins Bett. Vielleicht ist er psychisch krank oder so. Du denkst darüber nach, wie oft so etwas bei Obdachlosen vorkommt. Okay. Neuer Vorteil. Wir haben einmal reduziert alle Freudeeffekte von nächtlichen Ereignissen etwas. Angenehmere Begegnungen im Park. Ungeziefer stirbt nachts weniger, stibitzt nachts weniger Essen. Also wir können auch in den Park gehen, aber da ich eh Richtung Shelter gehen möchte, würde ich sagen, dass wir das hier machen. Reduziert alle Freundeseffekte bei Nacht. Du hast zu lange gehungert und bist ganz ausgemergelt. Durch Gehen nimmt dein Hungerlevel ab, aber du hast mehr Erfolg beim Betteln. Oh, shit. Geistesabwesend, du hast dich eine Zeit lang nicht fortgebildet. Dein Lernlevel nimmt täglich rapide ab. Das ist das, was ich meine. Das ist so schwer irgendwie, sich hier teilweise zu bilden. Aber man darf sich irgendwie auch gar nicht bilden. Ich weiß auch gar nicht, wo hier... Oh, verdammt. Bitte, bitte, bitte. Ich war aus Versehen geklickt. So. Ich muss auch mal gucken, wo hier irgendwo eine Bibliothek ist. So, Hunger habe ich jetzt eh keins. Was ist das? Eine Gitarre. Damit kann ich bestimmt auch Geld verdienen. Witzig. Okay, wir gehen jetzt mal weiter. Das Spiel ist aber öfter mal
runtergesetzt. Also warten könnte sich lohnen. Das Spiel gerade, ja, auf jeden Fall. Das ist echt gutes Game. Das ist so, da kannst du so viel Enden erreichen und Möglichkeiten. So, wir gucken jetzt mal, ob ich hier eventuell... Was gibt's denn hier noch als Angebot? Ein Halstuch? Nee. Ob ich hier eventuell... Ich habe Hunger und bin wohnungslos. Hätten Sie eine Kleinigkeit? Sorry. Ich habe gerade schon jemandem geholfen. Man kann nicht jedem helfen. So. Da ist auch wieder jemand Obdachloses. Ja, ist halt die Frage, ne? What should I do? Hier ist wieder eine Shelter. Essensmarken. Nee. Ich gehe wieder meine alte. Aber ich würde halt gerne auch mal in die Bibliothek kommen. Wo ist denn so eine doofe Bibliothek? Erhält eine extra Warnung, bevor die Polizei dich woanders abgibt. Ah, okay. Ich muss fast schon wieder zurück, ne? Oh shit, das war auszusehen. Oh oh. Jetzt muss ich aufpassen, auf wen ich klicke, ne? Okay, ich muss jetzt schon wieder fast zurück, aber ich finde, wenn man nur den Sheltern pennt, hat man gar keine Möglichkeit, sich irgendwie abzugraden. Finde ich. Also man kommt dann so schwer voran. Ich würde sagen, wir gehen jetzt nochmal in die Shelter, aber am nächsten Tag gucke ich wirklich mal, wo ich in der Nähe die Möglichkeit habe, etwas zu finden an Schlafmöglichkeiten, beziehungsweise an Bibliotheken, weil ich muss ja lernen. Boah, mein Hungerlevel. Furchtbar. Sandwich essen. Bier trinke ich nicht. Krankheit. Ausgemergelt. Du bist ganz ausgemergelt, weil du nicht genug gegessen hast. Okay, shit. Hm. Kann man der auch Bier verkaufen? Nee. Okay, wir gehen jetzt zurück. Muss mehr essen. Das war ja meins. Muss noch 3 Tage mich hier aufhalten, dann bekomme ich Essensmarken. Und mit den Essensmarken würde ich dann in eine Shelter gehen, wo wir in der Nähe eine Bibliothek haben. Morgen nach rechts gehen. Okay, genau. Deswegen, ich würde jetzt tatsächlich mal gucken, dass wir die Essensmarken bekommen. Und dann würde ich nach rechts latschen. Ein weiterer Tag geht zur Neige. Heute Abend schläfst du nicht gleich ein. Die hellen Lichter, der Verkehr, vielleicht kannst du bald schon nicht mehr ohne einschlafen. Ein erschreckender Gedanke und doch weißt du, dass er wahr ist. Hast du dich schon sehr verändert und wie lange wird es dauern, bis du dich nicht mehr daran erinnerst, wie das Leben vorher war? Das macht mich sad. Wärme. Wenn du dich im Winter einen langen Tag warm hältst, steigert deine Freude. Befressen, maximal 100, Hunger erhöht sich auf 30. Wenn dein Hungerlevel unter 30 ist, nimmt es langsamer ab. Das würde ich gerne nehmen. So, wir gehen jetzt mal auf die rechte Seite. Gucken, ob hier irgendwo was ist. Ich bettel mal. Bitte Münzen. Oh! Einschätzung. Manchmal kannst du sehen, ob Menschen vielleicht ein, Kleingeld haben, wenn du mit dem Cursor über sie fährst. Oh, das wäre geil. Sehe ich das hier? Hat er Geld? Bitte, ich brauche Hilfe. Woran sehe ich das? Bitte. Ah, okay, das muss ich ja irgendwo sehen. Kleingeld übrig? Keiner? Ich muss mich unbedingt waschen, ne? Ich stinke. Nimm mich jetzt auch, wenn ich stinke, denn sonst sage ich winke, winke und goodbye. Ich muss mich waschen. Ganz schnell muss ich mich waschen. Shit, das ist so ein anstrengendes Spiel. Yeah, give me that. So, hier kann ich mich mal waschen. Hier, Hygiene nimmt langsamer ab. Hygiene nimmt beim Duschen des Mülls stärker ab. Und Freude nimmt langsamer ab, wenn die Hygiene... Ja, ich würde sagen, das... Waschen. Oben links sieht man, was er gibt, glaube ich. Ah, okay, warte mal, wo? Ah, da ist so ein Fragezeichen, ne? Nee, ich sehe nichts. Ich brauche eine verdammte Bibliothek.
Immobilie, um Gottes Willen. Sind wir ganz weit von entfernt. Entschuldigung, haben Sie Kleingeld? Woran sehe ich denn das? Hier haben wir auch eine Shelter. Oh, Suppenküche. Ich gehe jetzt in die. Weil hier muss jetzt auch irgendwo in der Nähe eine Bibliothek sein, mit der wir lernen können. Oder von der wir lernen können. Und deswegen würde ich die Bibliothek in Anspruch nehmen. Boah, wie Müll hier. Wo ist denn hier so eine dumme Bibliothek? Irgendwo eine gesehen oder laufe ich die ganze Zeit dran vorbei? So, wir gehen in die neue Shelter, Leute. Das macht so keinen Sinn. Boah, jetzt voll viel Müll. So. Dann gehen wir mal in die neue Shelter. Dann gucken wir morgen weiter. Hier. Füllt 8 Hungerpunkte. Und Hygienepunkte. Chips. Okay. Hilft zwar nicht viel, aber hey. So, jetzt gehen wir zurück in die Shelter. Man macht halt irgendwie keinen Progress in dem Spiel. Essen. I know, es ist so viel. So. Oh nein, da kommt direkt der Polizist. Oh nein. Nein, der bringt mich irgendwo anders hin. Unterwegs in eine neue Gegend. No, verdammt. Jetzt muss ich aber ganz schnell hier irgendwo eine Shelter finden, ne? Weil die Sperrstunde ist gleich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, scheiße. Das ist so dumm. Hab mich verklickt. Ah, hier ist eine Bücherei, das ist gut. Hier ist ein Shelter, perfekt. Perfekt, schnell hier rein. Rein, 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 rein. Ja, was kriege ich? Erhalte ein zufällig ausgesuchtes Kleidungsstück. Ja. So, dann bleibe ich jetzt hier. Kriege mir ein Kleidungsstück und ich kann hab Essen. Ich habe hier alles, was ich brauche. Eine Nacht im Schutzraum. Du kannst heute Abend nicht einschlafen und wälzt dich stundenlang umher, bis der Schlaf endlich kommt. Mitten in der Nacht erschreckst du hoch. Jemand kreischt laut. Du siehst dich um, versuchst herauszufinden, was los ist. Andere sehen sich ebenfalls verwirrt um. Noch ein Kreischen. Fast schon ein Schreien. Dieses Mal hast du gesehen, wer es war. Jemand in der Ecke hat Albträume. Ein grob aussehender Typ steht auf und läuft zielstrebig auf die Person zu. Scheiße, nicht heute. Echt nicht. Der Typ muss weg. Stopp ihn, ignorieren. Ich ignoriere ihn, weil ich kann mich dann verletzen, ne? Was soll ich tun? Peoples. Ich weiß es nicht. Ignoriere es. Nicht heute Nacht und ein Teil von dir gibt dem Kerl recht. Du brauchst deinen Schlaf. Der Typ packt die Decken auf des schlafenden Mannes und wirft sie beiseite. Oi, wach auf! Er schüttelt den Mann, welcher sofort die Augen öffnet. Was ist los? Als er sich aufsetzt, siehst du, dass er eine Art grüne Militärsjacke trägt. Es ist ein Veteran, den du schon öfter gesehen hast. Der brutale Kerl beugt sich zu ihm runter, übergriffig und einschüchternd. Halt's Maul, lass uns schlafen, alter Mann, verdammt nochmal. Der Veteran lässt den Blick über alle Gesichter schweifen, während der Kerl zu seinem Bett zurückgeht. Es war gut, dass wir nicht eingegriffen sind. Alle sagen, stopp ihn und ignoriert ihn. Oh, es ist Winter. Du bist total angekühlt. Wenn du dich im Winter nicht warm hältst, nimmt deine Freude sehr schnell ab. Halte dich auf der Bibliothek, Toiletten oder in anderen Gebäuden auf. Jetzt wird's auch noch Winter! Also, andere Obdachlose akzeptieren dich eher. Verliere den Status als Stammgast nicht zu schnell, wenn du dich nicht in einem Schutzraum aufhältst. Wohltätige Ereignisse finden in Schutzräumen öfter statt. Ja, weil wir das fokussieren. Du hast deine Kleidung eine Weile nicht gewaschen. Deine Hygiene ist auf 50 begrenzt. Oh, verdammt. So, jetzt gehen wir erstmal hier rein. Lernen. Bibliotheksausweis. Du brauchst eine Adresse. Okay, wir lernen jetzt. So, dann bekommen wir nämlich Bücher. So, sie können sich hier fortbilden. Jetzt brauche ich aber einen Bibliotheksausweis. Jetzt gehen wir was essen. So. Essen. Ein Hotdog. Kaufen. So. Dann esse ich den jetzt und bin wahrscheinlich mega glücklich. Oh yeah, look at this. So. Dann mal kurz recyceln. Gibt es hier noch irgendwo einen Waschraum? War der nicht hier irgendwo hinten?
Eventuell bleibt dir etwas Geld, wenn du ausgeraubt wirst. Oh nein, was kann denn alles passieren? Das ist ja furchtbar. Okay, es ist sehr kalt. Wir müssen irgendwo ins Waschen gehen. Und dafür gibt es dann nämlich auch die, Laundry. Und die brauchen wir sowieso, weil wir dort unsere Klamotten waschen müssen, ne? Das, wenn das alles nicht macht, wird man halt nicht happy. So, weiter geht's. Jetzt auch wieder ein Essensraum. Glücksspiel. Zeitschrift. Du erhältst zufällige Freude, Lernpunkte oder andere Effekte. Ja, komm. Why not? Yes, hat mich glücklich gemacht, das zu lesen. Sehr schön. Man muss echt gucken, dass man nicht unhappy ist. So, jetzt gehen wir mal duschen. Aufwärmen. Waschen. So, nochmal aufwärmen. Jetzt verlassen wir. So. Das ist doch schon mal was. Ich gucke jetzt mal, ob ich nochmal in die Bibliothek kann, weil ich glaube, man kann nur einmal am Tag in die Bibliothek. Man muss halt echt immer gucken, dass man irgendwie seine Freude hochkriegt, weil ansonsten wirst du Depri. Und wenn du Depri wirst, kannst du nichts mehr lernen. Also das ist gar nicht so easy. Ich glaube, die Laundry sollte man halt fast auch waschen. So, was wollte ich jetzt nochmal machen in die Bibliothek? Wo war die denn nochmal? Wo war die nochmal? Haben Sie Kleingeld? Okay. Nee, sorry, du. Kleingeld. Kleingeld. So, wo war die Bibliothek, Leute? Rechts. Oh, verdammt. Dann laufe ich jetzt falsch. Mist. Muss in die Shelter, leider. Das habe ich jetzt verkackt. Ich kann mir noch einen Snack reindrücken. Nochmal ein Hotdog. 2 $ Hotdog. Wo leben wir? Alkohol will ich gar nicht anfangen. Das macht zwar glücklich und warm, aber die werden so schnell abhängig. Und dann wirst du nämlich unglücklich, wenn du keinen mehr nimmst. Hier kann ich jetzt, glaube ich, nee. Dies ist dein Lernlevel. Wir schließen leider um 3. Okay, da muss ich jetzt schnell in die Shelter, Shelter, Shelter. Let's go. So, Rest. Und gegessen, das ist doch schön. So, ein weiterer Tag geht zur Neige. Es herrscht heute eine feindliche Stimmung im Schutzraum. Du gehst Vorsicht auf deine Koje zu und kannst nicht anders als die Blicke der Fremden um dich herum auf dich zu spüren. Es war einfach nur unangenehm. Du bist jetzt Stammgast in diesem Schutzraum. Dein Hungerlevel füllt sich schneller auf und du kannst ein Bankkonto nutzen, solange du in der Gegend bleibst. Cool. Kann ich dann auch Geld einzahlen? So, gehen wir mal in die Library und lernen. Okay. Ab wann kann ich denn nochmal, vielleicht wisst ihr es, was ist das? Frauenhygieneartikel. Unerlässlich während der Periode. Frische Unterwäsche oder nochmal ein Hotdog. Ich kaufe mir nochmal ein Hotdog. Und ich würde fast auch nochmal gucken, ob ich jetzt vielleicht mal in die Wäscherei gehe. Mal kurz die Leute anpumpen. Woran sehe ich denn jetzt, ob die mir was geben? Oh, vielen Dank. So. Ich überlege mir, meine Klamotten zu waschen. Weil... Hier, wähle einen Vorteil, weil ich nämlich, meine Hygiene geht nicht mehr höher. Und wenn wir, ich weiß gar nicht, wie viele Bücher brauchen wir, um einen Job anzunehmen? Starke Beine. Schlechtes Wetter wirkt sich viel weniger auf die Geschwindigkeit aus. Bis zur ersten Mahlzeit des Tages nimmt dein Hungerlevel weniger ab. Leicht erhöhtes Wiederauffüllen des Hungerlevels mit allen Nahrungsmitteln. Das ist nicht schlecht, oder? 10 brauche ich, okay. Da müssen wir noch ein bisschen. Ja, ich habe halt nicht genug Geld. Ich will noch mehr Geld. Gib mir mal was. Gib mir was. Schnell, bevor der Polizist kommt. Darf ich kurz stören, bitte? Sorry, kein Kleingeld. Glaube ich dir nicht. Gib mir was. Hätten Sie Kleingeld? Ich habe gerade nichts. Okay, ich muss mich waschen. I have to washy wash myself. Wie viel kostet denn das? Kann ich mir alles nicht leisten. Verdammt. Furchtbar. Okay, dann gehen wir mal weiter. Essen passt noch. Ich würde meinen. Ich weiß ja nicht, wie lange hält denn mein Hotdog. Aufwärmen. Waschen. Aufwärmen. Verlassen. So. Ich weiß nicht, wie lange mein Hotdog hält. Aber ich gehe jetzt in meine Shelter. Dann kriege ich nämlich mal eine warme Jacke. So. Hauptverkehrszeit.
Ab in die Shelter. Rest. Heute kriege ich einen Pulli. Geil. Okay. Ein weiterer Tag geht zur Neige. Im Schutzraum ist es heute Abend sehr laut. Die Leute wuseln umher und kümmern sich um ihre eigenen Angelegenheiten, während sie ihre Schlafplätze vorbereiten. Als du dich auf dein Bett setzt, kommen zwei Typen auf dich zu, schnappen sich deinen Rucksack und pfeffern ihn auf den Boden. Der größere der beiden beugt sich zu dir runter auf Augenhöhe. Ey, das ist das gute Bett. Das gute Bett ist meins, denn hier habe ich das Sagen, klar? Du willst doch keinen in die Fresse, oder? Er wird von einem Mann mittleren Alters unterbrochen, der ihm auf die Schulter tippt. Ein Mitarbeiter des Schutzraums. Also, ich habe es dir schon mal gesagt. Fall noch einmal negativ auf und du bist hier nicht mehr willkommen. Letzte Warnung. Die zwei Männer verziehen sich verstimmt in einen anderen Teil des Schutzraums. Dein Blick kreuzt den des Mitarbeiters und du dankst ihm schweigend. Er nickt dir zu und geht weiter. Oh, es ist furchtbar. Der Winter ist vorbei. Oh, der Winter ist vorbei. Du hast ein neues Item. Sieh in dein Inventar nach. Oh, schön. Ein Armband. Stammgastausweis. Toll. Super. Was kann ich mit dem Halsband machen? Du erhältst eine Extra-Warnung, bevor die Polizei dich war. Ah, okay, nice. Cool. Gut. Gut, 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 gut. Also, wir gehen jetzt erstmal in die Library und lernen. Oh. Wir haben heute leider geschlossen. Kommen Sie morgen wieder? No. Okay. Ich würde halt gerne hier bleiben, als jetzt irgendwo anders hinzuwuseln. Und vielleicht kann ich die Leute einfach alle anpumpen, den Tag jetzt über. Und vielleicht kann ich meine Kleidung mal waschen. Das wäre, glaube ich, ganz cool. Ich habe es nicht aus dem Kopf, okay. Oh, cool. Die haben mir voll viel gegeben. Können Sie vielleicht... Bitte, mein Kleingeld. Sorry, ich habe selber nicht viel. Soll ich Library machen, Leute? Nicht Library, sondern Laundry. Soll ich meine Wäsche waschen? Ah, okay. Oh, vielen Dank. Essen? Ich habe noch Essen, das will ich noch aufsparen. Hier, ich wasche jetzt mal meine Wäsche. So. Let's go. Schau mal, jetzt bin ich wieder fresh. Dann geht's mir auch besser. Wir müssen auch aufpassen, dass es mir nicht zu schlecht geht. Girl? Nö, leider keins. Okay, betteln. Mehr Bares beim Betteln, wenn Freude, Hunger oder Hygiene unter 50 liegen. Leicht erhöhte Erfolgschancen beim Betteln für jede deiner Beschwerden. Bei erfolgreichen Betteln besteht eine Chance, dass Freude doppelt so viel steigt. Puh, was soll ich nehmen? Jo, ich nehme jetzt mal das. Das ist so oft der Fall. Ich nehme jetzt den Hotdog. Weil ich bin ja eigentlich immer traurig. So traurig sich's anhört. Girl. Klar, hier hast du ein bisschen. Dankeschön. Oh, voll viel. Ja, gib mir was. Gib mir was! Okay. Erst wenn du einen Job hast. Nehm mal das hier noch so ein bisschen mit. Und hier reden wir mal mit der. Helfen Sie mir. Ja, ich habe etwas Kleingeld. Boah, die sind ja voll nett hier im Viertel. Gib mir was. Oh, wieso geben die mir denn so viel? Das ist ja übel. Ich werde hier richtig reich. What? Warum geben die mir alle was? Ich hab nix. Boah, es war voll die Erfolgssträhne hier. Hier bleibe ich. Ist halt die Frage, ob ich jetzt Shelter wechsle, aber ich glaube, ich würde sagen, was meint ihr? Soll ich jetzt erstmal gucken, dass mein Level an Arbeit hochgeht, um mich dann für einen Job zu bewerben? Oder was ist jetzt der beste Point? Der beste Step? Ich muss mal wieder zurück, ne? Geh mal wieder in die Shelter. Ich finde das Spiel eigentlich sehr gut gemacht. Weil so sehen Leute mal aus, auch wenn die Leute auf der Straße sind, wie schwierig es ist. Genau dafür ist das Game auch gemacht. Deswegen wollte ich es unbedingt spielen, weil es einfach ist klar. Also sie haben schon gesagt, sie mussten vieles aus dem Spiel streichen, was auch so außerhalb der Straße passiert. Ich meine, es gibt ja immer mehr Leute, die werden auf der Straße angezündet, weswegen ja viele Obdachlose ihren Schlafsack gar nicht mehr zumachen, weil die Angst haben, dass sie einfach jedes Mal angezündet werden. Und deswegen haben sie halt auch viele sexuelle Übergriffe und alles drum und dran streichen müssen. Bis Job warten, ne? Okay. Ein weiterer Tag geht zur Neige. Im Schlaf träumst du von der Zeit in deinem Leben, als du noch genau wie alle anderen warst. Aber jetzt bist du wach und der Traum ist ausgeträumt. Traurig. Jetzt geht's mir schlecht. Ich habe Essensmarken erhalten.
Okay, Stammgast. Verliere den Status als Stammgast nicht so schnell, wenn du dich nicht in einem Stammschutzraum befindest. Erhalte Freude, wenn du drin schläfst, mit einer leichten erhöhten Chance ausgeraubt zu werden. Andere Obdachlose helfen dir öfter. Was meint ihr? Ich würde sagen, tieferer Schlaf oder das mit den Obdachlosen? Oh, ich habe meine Periode. Du hast deine Periode, aber keine Hygieneartikel benutzt. Deine Hygiene nimmt schneller ab. Oh, es ist traurig. Das ist so widerlich, wie Menschen mit Obdachlosen umgehen. Ist auch so. Gemeinschaft, Obdachlose, Gemeinschaft. Okay, dann machen wir das. Deine Periode hat eingesetzt. In der Stadt tummeln sich immer mehr Ratten und Füchse auf der Suche nach Nahrung. Oh, oh, ab heute werde ich ausgeraubt von Tieren. Okay, ich brauche auf jeden Fall mal Hygieneartikel. Oder ich blute mich maßlos voll und gehe danach duschen. Ich weiß es nicht. Es ist so eine... Es ist eine Frage, die man sich wirklich stellen muss, Leute. Wie gemein. Sie gesagt hat, ich komme zu spät zur Arbeit. So, lernen. Okay. Hier. Neuer Erfolg. Regelmäßigen Jobben, Teammitglied oder organisiert. Du kannst bis 17 Uhr Tageslohnjobs machen. Du kannst im Job eine Stunde später anfangen. In Bibliotheken findest du öfter gute Ereignisse statt. Ja, auf jeden Fall, oder? Was meint ihr? Oder Jobben. Jobben wäre schon mal gut. So, wir gehen mal weiter. Ich würde nämlich gerne mir vielleicht dann doch irgendwie Hygieneartikel kaufen. Haben die das? Oh ja, bitte. Und das nehme ich auch. Sie haben nicht genug Geld, aber ich habe doch meine Essensmarke. Ah, okay. So. So. Ich habe ja auch noch Essensmarken. Okay. So. Läuft doch bis jetzt ganz okay. So. Den nehme ich auch mit. Jobben. Ist halt die Frage, ob wir jetzt schon jobben. Was ist denn das? Textmarker. Herstellung von Schildern aus Recyclingmüll. Oh. Fish and Chip. Kostenlos. Marke tauschen oder Kauferfolg? Ich kaufe mal noch nichts. Ich brauche jetzt gerade noch nichts. Ich mache jetzt noch mal die paar Tage durch, um mir dann am Ende einen Job zu holen. Das heißt, ich gehe mal wieder Richtung meine Hut. Beim Shelter ist halt wichtig, dass ich irgendwie eine Adresse habe. Weil nur mit der Adresse kann ich am Ende ja auch irgendwie dann auch eine Wohnung haben und einen Job. Einen Job kann ich ja nur haben, wenn ich eine Adresse habe. Das heißt, wir müssen schon gucken, dass wir da bleiben. Und am nächsten Tag würde ich mal duschen. Ah, hier kann ich ja schon duschen. Nice. Waschen. Yes. Gut. Okay, jetzt gehen wir mal zurück. Ich bin an der Shelter schon vorbeigelatscht, oder? Ich habe es nicht im Blick gehabt. Ich Dummerchen. Ich habe mich ehrlich gesagt verlaufen. Hier, wo ist mein... Ah, hier ist meine Shelter. Gut. Dann gib mir mal ein bisschen Geld. Hände hoch oder ich schieße! Gib mir Geld! Gib mir Geld. Hey. Gib mir bitte Geld. Betteln. Geringe Hygiene hat weniger Auswirkungen auf den Battle-Erfolg. Wenn du beim Betteln ein Item erhältst, gibt es vielleicht noch was anderes. Selektiv-Antworten sind erfolgreicher. Oh, das machen wir mal. Jetzt gehen wir in die Shelter. Rest. Heute, Bewerbungshilfe. Höhere Chancen mit deiner nächsten Bewerbung, wenn du dich hier aufhältst. Cool. Das ist doch gut. Okay. Ich kann mir gar nicht vorstellen, so eine Situation zu sein. Ich auch nicht. Das ist furchtbar. Ist eigentlich der Ton zu laut oder passt es so? Ein weiterer Tag geht zur Neige. Ah, gerade noch in den Schutzraum geschafft. Du hältst nach einer freien Koje Ausschau und hast Glück. Ganz hinten ist noch eine frei. Du setzt dich darauf und seufzt lang und tief vor lauter Schöpfung. Als du dich zum Schlafen bereit machst, siehst du einen jungen Menschen, fast noch einen Teenager, in den Schutzraum stürmen. Er stöhnt vor Enttäuschung laut auf, als er sieht, dass alle Betten belegt sind. Lässt du ihm ein Bett? Sollen wir das nochmal machen? Ja, oder? Das haben wir doch vorhin auch schon gemacht. Oder sollen wir diesmal nicht geben? Du stehst auf und ziehst die Aufmerksamkeit des jungen Kerls auf dich. Hey, du kannst mein Bett haben. Oh, gib mir kein Sandwich. Der sagt, jetzt schlafe ich
Du warst bei einer Jobberatung. Bei deiner nächsten Bewerbung hast du höhere Erfolgschancen. Cool. Das heißt aber, wir gehen jetzt als allererstes mal wieder in die Bibliothek und lernen. Und dann haben wir jetzt 10 Bücher. Jetzt ist die Frage, können wir uns jetzt schon für einen Job bewerben? Oder ich würde es tatsächlich, um ehrlich zu sein, gerne auf, was ist das? Einmal pro Tag lernen, Fachbuch, Kauferfolg. Feuchttücher füllen die Hygiene wieder auf. Ganz. Behalte ich die mal. Ich überlege nämlich gerade, ob ich nicht auf noch so 13, 14 erhöhen soll. Weil, wenn man nicht in die Bibliothek geht, nimmt das ab. Jetzt ist aber die Frage, wo finden wir denn was, um für einen Job sich zu bewerben? Als allererstes mal. Ich guck mal, ob hier irgendwo was ist. Hier. Bedingung in Fastfood-Restaurant. Bürger braten für Gäste. Erfolgschancen 0. Benötigtes Lernlevel 35. Erforderliche Arbeit 45. Dieser Job ist zwar nicht gut bezahlt, hätten Sie Interesse, aber wie komme ich daran? Dies ist Ihre Paperwork-Ebene. Sie steht für deine Berufserfahrung, Ausweisdokumente und öffentliche Auszeichnungen. Erhöhe sie, indem du einen Wohnsitz erhältst, ein Bankkonto öffnest, einen Job behältst. Oh je. Wo? Oh Gott, wir sind... We're fucked. Ugh. Kann ich hier auch noch lernen? Nee. Okay, das heißt, wir müssen eigentlich uns erstmal ein Bankkonto eröffnen, ne? Und dann vielleicht sogar jobben. Kann es sein, dass wir erst jobben müssen? Ich dusche jetzt mal. Und dann esse ich was. Habe ich irgendwas zu essen dabei? Nee, Essensmarken. Dann kaufe ich mir jetzt mal was von meinen Essensmarken. Und zwar, das ist ja erbärmlich. Nee, da gucke ich nochmal weiter. Und dann würde ich gucken, dass wir... das Fachbuch ersetzt die Bibliothek. Oh. Verwahrlost. Sammelst du Recyclingmüll, sinkt deine Hygiene um 1. Erhalte eine Kleingeldbonus, wenn du die maximale Recyclingmenge im Werkstoff abgibst. Erhalte einen Bonus für alle 20 recycelten Teile. Jo. Gucken wir mal, ob ich das Fachbuch noch irgendwo krieg. So. Als erstes mal tauschen. Und dann... Ich habe nicht genug Geld, ne? Brauche noch ein bisschen was. Aber das tut dann die Bibliothek den ganzen Tag... Oder nur einmal? Wie oft tut es jetzt die Bibliothek ersetzen? Can you please answer me? Vorsicht, da kommt die Polizei. Oh, cool. Okay. Glaube ich nur einmal, ne? Ortsabhängig lernen. Dann würde ich es tatsächlich erstmal nicht machen wollen. Weil ich eh erstmal hier bleibe. Ich würde es gleich mal gucken, ob ich hier am nächsten Morgen irgendwo eine Arbeitsstelle finde. Oder halt eine Bank, in der ich ein Konto eröffnen kann. Jetzt gehen wir aber erstmal schlafen. Hilfegruppe. Erhalte Freunde, wenn du dich hier aufhältst. Das ist doch gut. Das finden wir heute. So. Ein weiterer Tag geht zur Neige. Du ziehst die schnubbeligen Decken deines... Die schmuddeligen Decken deines Betts über dich und schläfst innerhalb kürzester Zeit ein. Mitten in der Nacht hörst du jemand weinen. Du öffnest die Augen und blickst nach oben auf die fleckige Matratze und die Kiefernlatte der Koje über deiner. So wie es sich anhört, kommt das Weinen von genau dort. Aussehen? Oh, das war nicht gut. Du schlägst vorsichtig deine Decke zurück, stehst auf und guckst hinauf in die Koje. Deine Augen treffen auf die geröteten, verweinten Augen eines jungen, aber schroff aussehenden jungen Mannes. Irgendwie kommt er dir bekannt vor. Vielleicht hast du ihn schon mal auf der Straße gesehen. Du wirfst ihm einen Blick zu und fragst, alles okay. Schon, er flüstert. Er dreht sich von dir weg auf die Seite und reicht dir aber dann ein Bier, das er in seinem Schlafsack versteckt hatte. Nimm es einfach. Ich will aber kein Bier. Du hast dich anderen geöffnet und du bist jetzt glücklicher. Das ist schön. Ich will kein Bier. Ich hätte ihm meins schenken können. So, lernen.
Und dann gucken wir jetzt mal nach einem Bankkonto. Gib mir Bankkonto. Please. Bankkonto, aber ganz schnell hier. Jetzt haben wir auch wieder viel Geld. Gucken wir mal, ob es hier noch irgendwas Schönes zu fooden gibt. So ein Sandwich. Was bringt es? Mit vollem Hygienelevel hast du mehr Erfolg beim Betteln und bei der Jobsuche. Oh. Oh, oh. Okay, wir merken uns den Kamm. Vielleicht mal duschen. Waschen. Okay, weiter. Hier. Nee. Das kann ich benötigen. Lernen Level 25. Okay, wir gehen einfach weiter. Ganz mutig. Und stolz. Sammeln allen Müll ein. Und gehen vielleicht mal in die Shelter. Da bekommen wir nämlich heute einen... Ah, Wohnort festlegen. Ah, aber dann habe ich einen neuen Wohnort. Ist auch doof. Ich brauche erstmal ein Bankkonto. Wenn die Bank so weit weg ist, ist das halt auch echt scheiße. Wo ist hier eine Bank? Verdammt. Mülltüten. I need a bank. Hungerlevel leert sich langsamer vom vielen Herumlaufen. Wenn du dich im Winter einen Tag lang warm hältst, steigt deine Freude. Erhol dich schneller von der Sucht. So. Die Laundry. Wieso finde ich keine Bank? Busfahren mal eine Idee. Ich weiß nicht, ob ich dann zurückkomme. Ich habe mich jetzt so weit entfernt. Ich muss sofort zurück. Ist halt jetzt die Frage, ne? Gehe ich zurück? Oder nicht? Oder was mache ich mit meinem Leben? So. I don't know. Wo finde ich eine Bank? Muss ich zu einer Bank? Muss ich jetzt Konto öffnen? Muss ich jetzt einfach irgendwelche Jobs annehmen? Weiß es jemand? Weiß es nämlich nicht. Das war auf jeden Fall nicht meine Shelter. Oder doch? Nee, passt nicht. Muss noch ein bisschen weiter. Aber easy, schaffe ich. Real Estate. Ist ja nicht das. Hier. Voraussetzungen. Frage, fange ein neues Leben an. Ah nee, da muss ich quasi... Bank, Job. Bibliotheksausweis, Arbeitstage. Boah, da muss ich ja voll viel vorweisen, bis ich das überhaupt kriege. Das ist ja voll hart. Das ist ja das mit dem Job. Da kann ich, glaube ich, muss tatsächlich Jobs annehmen, Leute. Ich glaube, ich muss tatsächlich erstmal kleine Jobs annehmen. Um überhaupt weiterzukommen. Anders ist es gar nicht möglich. So, ab in meine Shelter. Rest. Heute erhalten Sie eine gratis Lernsession. Cool. Geh zurück, geh schlafen. Ein weiterer Tag geht zur Neige. Der Schutzraum ist ruhig heute Nacht. Es ist schockierend, wie viel Scheiße hier drin abgeht. Du siehst zu, wie Leute die Hände schütteln und sich Zeug weiterreichen. Entweder fällt es dem Personal nicht auf oder sie haben einfach keine Lust auf Konfrontation. Du erwachst mitten in der Nacht wegen dem leuchtenden Blaulicht der Ambulanz. Die Sanitäter knien neben einem Bett und auf ihren Gesichtern steht ganz deutlich geschrieben, dass sie die Situation wie diese überdrüssig sind. Aus dem Bett hängt ein Arm, es ist ein Riemen darum gebunden. Ein Sanitäter steht auf und schüttelt den Kopf. Sie sagt nichts und winkt nur eine Fahrtrage ran. Oh je, ist gestorben und wir sind deswegen schlecht drauf. Der Winter ist gekommen, verdammt. Ich würde tatsächlich gerne den Winter jetzt noch überstehen und dann nach einem Job suchen. Mehr gute Ereignisse auf der Straße, aber dafür etwas mehr negative Ereignisse, besserer Tauschhandel oder mehr Auswahl für künftige Vorteile. Mehr gute Energie auf der Straße. Jo. Du hast heute eine kostenlose Lektion erlernt. Sehr schön. Gehen wir mal da rein. Und lernen. Denn da ist uns schön warm. So, jetzt habe ich schon 22. Man lernt immer mehr. Wir sind schon... Dann haben wir doch eigentlich jetzt für die Arbeitsstelle fast genug, oder nicht? Kann es sein, dass ich erst die Anzahl der Bücher hatte ich ja schon. Gehe mich jetzt waschen. Dann kann ich da nämlich noch ein bisschen abhängen und mich wärmen. Und dann... So, weiter geht's.
Vielleicht noch was zu essen holen? Oh yeah. Kaufen. Socken. Hygiene langsamer. Du erhältst zufällige Freunde, Lernpunkte und andere Effekte. Das machen wir auch. Ich habe jetzt genug Geld. Ich kann das machen. So. Du hast interessanten Artikel gelesen. Und wir nehmen das. Was ist das hier? Ungeziefer Level 1. Job. Du hast keinen Job. Okay, wird Zeit für einen Job, Leute. Wir müssen echt gucken. Arbeiten, fortbilden. Du kannst im Job eine Stunde später anfangen. Stark reduziertes Risiko bei Tageslohnjobs. Lernen dauernd länger, aber du erhältst manchmal... Ich mache das, weil die Tagesjobs... Ey, da bin ich so oft überfallen worden. Wo kann ich den Tagesjobs überhaupt bekommen? Die standen immer irgendwo unten in der Ecke, glaube ich. Weil das hier... Ich bin zwar überqualifiziert. Wie wäre es mit einem Job? Benötigtes Lernlevel 25... Ah, dann muss ich jetzt einfach nochmal lernen und dann habe ich das ja. Okay, gut, 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 gut. Gib mir Geld. Ah ja, gern, bitte. Hier, oh, geil. Danke. Bitte gib mir Geld. Ich brauche Kleingeld. Sorry, ich habe nicht viel. Gib mir Geld. Gib du mir bitte Geld. Warum sollte ich das tun? Ich brauche neue Klamotten, damit ich den heutigen... Ich brauche neue Klamotten. Das glaube ich Ihnen nicht. Na, verdammt. Ich kann mit denen auch diskutieren. Können Sie vielleicht... Hilfe. Jetzt nicht, ich hab's eilig. Mann. Bitte, ich verhungere. Sammeln. Ich muss jetzt unbedingt wieder meine Shelter. So, ich gehe jetzt in meine Shelter. So, ab ins Nest kann ich gleich. Okay, verlassen. Essensmarken sind gut. Kriege ich gleich wieder. Oh, steht, die Polizei hat's gesehen. Ist doch gar nichts passiert, Herr Officer. Alles gut. Ich gehe schlafen. So, Rest. Let's go. Ein weiterer Tag geht zur Neige. Du bereitest gerade dein Bett für die Nacht vor, als du siehst, wie die Mitarbeiter vom Schutzraum in eine Handgemenge verwickelt werden. Irgendein Irrer kämpft darum, reingelassen zu werden. Lass mich verdammt noch mal rein. Es ist saukalt draußen. Die Mitarbeiter sind groß und geduldig. Sie versperren den Eingang und erklären die Regeln. Die Sperrstunde ist um und der Typ ist zu spät dran. Er beschimpft das Personal und geht zurück auf die Straße. Du siehst dich im Schutzraum um und bemerkst, dass manche Betten leer sind. Leichte Schuldgefühle kommen in dir auf, auch wenn du gar nichts getan hast. Oh, und ich bin wieder sad. Essensmarken. Du kannst deine Kleidung eine Weile nicht gewaschen, deswegen ist es wieder runter, verdammt. Oh! Anti-Obdachlosen-Maßnahmen. Die Stadt bemüht sich, Obdachlose aus bestimmten Gegenden zu vertreiben. Oh shit, das wird ja immer schlimmer. So, lernen. Ich habe jetzt 25. Jetzt müsste ich theoretisch einen Job bekommen können, Leute. Bitte. Vielleicht wasche ich mal kurz meine Klamotten. Premium, damit die mich nicht alle hassen. So traurig, was ich da gerade sage. Okay, habe ich noch was zu essen? Deodorant. Wasserdichte Hose erhöht Gehgeschwindigkeit bei schlechtem Wetter. Nee, den Energieriegel brauche ich noch nicht. Okay, das passt auch. Wir gehen jetzt uns einen Job holen. Bewerben! Deine letzte Bewerbung wird vorbereitet. Komm morgen wieder. Ja, wir haben uns beworben. Wir haben uns beworben. Und ich gehe mich jetzt aufwärmen. Nee, 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 nee. Und dann wasche ich mich gleich nochmal, wenn wir schon mal hier sind. So. Und aufwärmen. Den Rest der Zeit... Ja, da stand gerade Veranstaltung. Da ist eine Veranstaltung in der Bibliothek. Oh, dann mal schnell hin. Schnell, schnell, schnell. Schnell, schnell, schnell. Was war da? Oh, verdammt, ist sie geschlossen. Jetzt bin ich traurig, ich muss betteln. Gib mir Geld. Aber wo sehe ich denn jetzt die Chance, die hier irgendwo stand, die ich haben soll, wenn ich jetzt bei jemand bettel? Haben sie etwas für mich übrig? Ist ja gar nicht so. Ein bisschen Bares. Sorry, kein Kleingeld. Ja, das wird tatsächlich irgendwann ein Problem sein, weil alles nur noch mit Karten zu... Bitte. Bitte, ich verhungere. Hä? Okay, ich muss rein, es wird kalt. Okay, S, dann machen wir Rest. Ein weiterer Tag vergeht und geht zur Neige.
Im Schutzraum ist heute nicht viel los. Dadurch sind alle irgendwie entspannter unterwegs, wahrscheinlich weil es so nicht so schnell zu Auseinandersetzungen kommt. Als du auf dem Weg zu deiner Koje an den Mitarbeiter des Schutzraums vorbeikommst, fällt dir auf, dass sie sich aufgeregt unterhalten. Es stehen ein paar große Säcke rum. Auf dem Weg nach draußen am nächsten Morgen ruft eine Mitarbeiterin dich ein paar andere zu ihr zurück. Ruft ein Mitarbeiter dich und ein paar andere zu ihr rüber. Wir haben gestern Abend eine tolle Spende erhalten. Es ist wirklich für jeden etwas dabei. Oh. Der Winter ist vorbei. Yay! So, andere Obdachlose akzeptieren dich eher. Stark reduziert das Risiko, ausgeraubt zu werden. Verliert den Status als Stammgast nicht so schnell. Ja, das auf jeden Fall. Weil das ist wichtig, dass wir den jetzt nicht verlieren. Lern nochmal und dann gucken wir mal. Oh, wir haben heute leider geschlossen. Okay. Dann gehen wir jetzt nochmal rüber und gucken, ob wir den Job haben, Leute. Das wäre doch wundervoll. It would be so wonderful. Wonderful. Was gibt's hier so? Ein Sandwich. Tauschen wir mal. So, weiter geht's. War cool mit den Essensmarken. Ich gehe auch mal duschen. Damit ich auch so ein bisschen frisch bin, wenn ich da jetzt ankomme. Ah, hier war es ja. Genau. Oh, ich bin so aufgeregt. Dieser Job ist zwar nicht gut bezahlt, aber hätten Sie trotzdem Interesse? Oh. Wir haben heute leider geschlossen. Kommen Sie mal. What? Ich erfahre es morgen. Oh, ihr seid ja solche Schweine. Okay, kein Problem. Ich bettel so lang. Gib mir das. Für was brauchen Sie das denn? Ich brauche es für meine Familie. Das glaube ich Ihnen nicht. Bitte, ich brauche Hilfe. Ich brauche ein paar Münzen. Sorry, du. Bitte. Kleingeld. Sorry, keine Zeit. Kleingeld. Ich brauche Kleingeld. Ich hab nix. Boah, dem hat gar keinen Bock, alle. Ist ja furchtbar, ihr Undankbaren. Ich glaube, du kannst, du kannst deinen Bibliotheksausweis machen. Das geht noch nicht. Das kann ich erst machen, wenn ich einen Wohnort habe oder einen Job oder so. Gucken wir gleich mal. Ich geh jetzt nochmal schlafen und dann gucken wir nochmal. So, und so lange nerv ich die noch ein bisschen. Weil die hat ja jetzt geschlossen. Ja. Vielleicht noch sonst ein bisschen Müll einsammeln. Was gibt's hier so? Eine Gitarre wäre halt auch übel nice, ne? Mit der Periode ist auch krass, ne? Das ist halt ein Zusatzfaktor, den man hat, wenn man als Frau spielt in dem Game. Das ist ja auch thematisiert worden mal, wie das für die Frauen ist, auf der Straße, die ihre Tage haben. Kostet ja dann auch Geld. Bitte gib mir Geld, schnell bevor der Polizist kommt. Betteln. Bei erfolgreichen Betteln nimmt die Freude zu. Erhöht die Battle-Erfolge enorm, wenn die Freude über 90 beträgt. Freude nimmt weniger ab, wenn Menschen unfreundlich sind. Das ist gut, weil das die meisten, also wir sind nie über 90 mit der Happiness. Das können wir vergessen. Bitte? Klar, hier bitte. Oh, danke. Yay. Yay. Helfen Sie mir. Ich habe kein Kleingeld. Bitte. Oh, wie nett. Oh ja. Gib mir Geld. Ich brauche eine Gitarre. Okay. So, jetzt gehen wir mal rein, weil es regnet. Schlafen. Ein weiterer Tag geht zur Neige. Eine Nacht im Schutzraum. Es ist viel los hier heute und du schleppst dich zu deinem Bett. Es wird nicht viel geredet, aber es liegt ein starkes Gefühl von Gefahr und Paranoia in der Luft. Du weißt gar nicht wieso, aber irgendwie steigt in dir die Verachtung hoch für die anderen um dich herum. Du wartest ebenfalls auf irgendeinen Durchgeknallten, aber nichts geschieht. Du fragst dich, warum wir uns um solche Dinge ausdenken, auch wenn es uns überhaupt nicht gut tut. Schließlich macht diese negative Gedanken den unruhigen Schlaf. Furchtbar. Du hast dich den anderen geöffnet, jetzt bist du glücklicher. Oh, schön. So, Bibliotheksausweis. Ein gutes Buch. Ach cool, wir haben jetzt wirklich einen. Ach nice. Buch ausleihen. Das Buch hat dich dazu inspiriert, mehr zu lesen. Buch zurückgeben. Kann ich das Buch lesen? Was passiert da?
Druckverschluss verringert das Risiko, nachts ausgeräumt zu werden. Bibliotheksausweis. Was steht hier? Bringe es einer Bibliothek zurück. Okay, cool. So, dann gucken wir jetzt mal, ob wir den Job haben, Leute. Ich hoffe ja wohl. Jetzt werde ich sauer. Yay, es läuft endlich mal gut. Gib mir was. Vielleicht nochmal duschen. Da muss man echt immer gucken, dass man das alles macht, einen guten Spot findet. Und vielleicht bewerben. Verkaufe. Komm morgen wieder. Ach so, das war, weil die geschlossen hatten, musste ich mich nochmal. Wahrscheinlich war einfach kein Job da, ne? Denke ich mal. Ich glaube, wir hatten einfach keinen Job. Ich nehme. Was ist denn das hier? Gratis Busfahrt. Marke tauschen. Und das hier alles verkaufen. Okay. Kleingeld! Oh shit, nein, nicht vor dem Polizisten. Schließen. Hi, haben Sie vielleicht ein paar Münzen für mich? Nö, leider. Leider nicht. Okay, kein Problem. Alles kein Thema. Ich gebe mal das Buch zurück. Bitte nehmen. Sie haben es erst vor kurzem ausgeliehen. Kommen Sie morgen wieder. Okay. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass man die Bücher auch immer wieder zurückbringt. Deswegen erinnert mich bitte dran. Haben Sie Kleingeld? Jetzt nicht. Ich habe es eilig. Kleingeld? Weiß nicht warum. Ich habe Hunger. Okay, klar, hier bitte. Oh. Bitte Kleingeld. Bitte. Da stand, dass die Bewerbung nicht erfolgreich war. Ah, okay. Ah, okay. Ja, gib mir was. Ja, da muss man tatsächlich dann einfach gucken, was halt gibt, ne? So, nehmen wir das mal alles mit. Das hier auch. Das auch. Und dann können wir direkt schon mal zurückgehen. Ich habe Angst, dass es jetzt bald startet, dass sie mich loswerden wollen. Deswegen würde ich jetzt eigentlich echt mal gerne schnell einen Job bekommen. Und vielleicht auch irgendwie anders anziehen. Ich weiß es nicht, weil ich irgendwie echt Schiss habe, dass sie mich jetzt hier bald mal rauskicken. Bewerbungshilfe. Oh, sehr gut. Das brauchen wir. Ein weiterer Tag geht zur Neige. In manchen Nächten kannst du nicht anders. Du fühlst eine Riesenwut in dir aufsteigen. Jeden Tag siehst du den ganzen Leuten dabei zu, wie sie ihrem Leben nachgehen und so tun, als würden sie dich nicht sehen. Sie haben alles, was sie brauchen. Ein Zuhause, einen Job, Freunde, wahrscheinlich auch. Falls ihnen etwas zustoßen würde, hätten sie Familie und Freunde, die ihnen helfen würden. Aber du bist ganz allein. Es ist nicht fair. Oh, das geht's mir gar aus. Ich habe noch meine Tage bekommen! Gesundheit. Shit, was stand da gerade? Gesunde Items füllen mehr Hunger auf. Hungerlevel nimmt langsamer ab, wenn deine Freude 90 beträgt. Deutlich höhere Geschwindigkeit, wenn dein Hungerlevel über... Ja, das ist gut. Deine Periode hat eingesetzt. Na, toll, ey. Das ist so typisch Frau sein. So, Brief zurückgeben. Lernen. Yes, verlassen. Dann gehen wir jetzt zurück und gucken, ob wir einen Job haben. Habe ich einen Job? Stand das hier irgendwo? Was denkst du gerade? Wenn meine Eltern mich jetzt sehen könnten. Ach, wie traurig. Ich guck mal, was da so geht. Haben wir Hygieneartikel? Oh, ich liebe sie. Sie haben immer Binden, wenn ich sie brauche, Girl. So, lass mal gucken. Erstmal die Binde nehmen und Sandwich reinjieten. Statt. Ungeziefer. Anti-Obdachlose. Uiuiui, das wird auch jedes Mal schlimmer hier, ne? Duschen. Unbedingt. Weil ab 50... sind deine Klamotten schmutzig. So. Verkauf der Straßen. Wurde ich abgelehnt? Ich habe es nicht gelesen vorhin. Verkauf und verkaufe Zeitung auf der Straße. Bewerben. Ich wusste nicht, ob ich abgelehnt worden bin. Deine letzte Bewerbung wird bearbeitet. Komm morgen wieder. Ich versuche es einfach immer weiter und lerne immer weiter, aber umso mehr habe ich die Möglichkeit, besser zu werden. Tatsächlich. Ignoriert mich nicht. Hey. Nicht jetzt, ich hab's eilig. Hör auf, ich muss was essen, okay? Oh, da habe ich gerade was gesehen. Hier, ah, da war gerade eine Chance gestanden. Ah, jetzt habe ich's gesehen. Bei dem nichts. Hier, klar, bitte. Geil, danke. Boah, voll viel.
Oh, hey, verzieh dich hier aus meinem Gebiet. Oh, der wird sauer. Wir gehen lieber. Okay. Ich habe jetzt alles abgezogen hier von den anderen. Neuer Vorteil. Mehr Kleingeld fürs Betteln bei schlechtem Wetter. Signifikante höhere Bettlerfolg bei schlechtem Wetter. Bei erfolgreichen Betteln nimmt die Freude zu, wenn sie weniger... Ja, das ist gut. Weil wenn die Freude unten ist, haben wir echt ein Problem. Ich brauche es für meine Kinder. Oh, da habe ich ein bisschen was hier. Oh, ist aber nett. Weil, wie gesagt, ab einem gewissen Punkt, wenn die Depression so weit unter ist oder die Freude, werden wir depressiv. Und dann ist das Spiel eigentlich so gut wie over. Das heißt, wir dürfen auf keinen Fall zulassen, dass es schlimmer wird. So. Achso. Ich muss noch kurz warten. Haben Sie noch ein bisschen Geld, bevor ich reingehe? Haben Sie noch ein bisschen was? Mehr habe ich nicht. Oh, danke schön. Rest. Gut, dass hier auch immer Essen gibt. Ein weiterer Tag geht zur Neige. Eine Nacht im Schutzraum. Niemand stört dich heute. Also liegst du im Bett und versuchst gleich zu schlafen. Du spürst etwas Hartes unter dem Kopfkissen und tastest nach. Ein bisschen Kleingeld. Du hoffst, dass es der vorige Benutzer des Bettes einfach nicht mehr brauchte. Du wirst nicht versuchen, es zurückzugeben. Die meisten der anderen hier drin würden sich melden und du willst keine Aufmerksamkeit erregen. Ja, oh. Okay, du hast dich anderen geöffnet, deswegen geht's dir besser. Geringe Risiko, ausgeraubt zu werden. Erhalte Freude, wenn du drin schläfst, mit einer leichten, erhöhten Chance, ausgeraubt zu werden. Das finde ich gut. Stadtreiches Ereignis. Gelder für die Polizei. Die Stadt hat der Polizei angeordnet, Obdachlose aktiv vom Durchsuchen des Mülls abzuhalten. Das mache ich ja eh gar nicht. So, lernen. Yes, geil. Was war das gerade? Veranstaltung. Diese Bibliothek hat neue Bücher erhalten. Die erste Lernsession hier ist heute effizienter. Ah, okay, deswegen sind die Anstalten die Ding wichtig. Weil du immer gucken musst, dass du hier quasi... Ah, okay, sehr cool. Haben wir noch irgendwas Interessantes? Nee. Duschen, waschen. Also das ist echt das beste Eck, was ich jemals im Spiel gefunden habe. Das hat einfach alles. So, wie sieht's aus? Deine Bewerbung war... Erfolgreich! Viel Glück! Nicht erfolgreich. Oh, jetzt habe ich es gar nicht gelesen. Doch, ich habe doch jetzt einen Job, oder? Nee, habe ich nicht. Habe ich einen Job? Habe ich das falsch gelesen? Nee, ich habe keinen Job. Oh. Ich brauche es für den nächsten Job. Es ist gut, wenn sich Leute... Naja, Erfolgsschüsse. Benötiges Level 55. Oh. Nicht erfolgreich. Warum ist das Level jetzt gestiegen? Muss ich jetzt weggehen, um... Kann es sein... Was ist denn das? Lesezeichen. Geringer Lernverlust. Boah, das brauche ich. Das brauche ich, weil das ist so nervig, wenn du das verlierst. Aber wie ist das jetzt? Habe ich jetzt... Muss ich jetzt weiter lernen oder wie? Das ist ja voll schwer. Hol dir die Gitarre. Du bist... Aber schon viel besser als beim letzten Mal. Voll. Aber ich glaube, dass ich echt noch viel Hilfe brauche, um jetzt zu wissen, wie ich richtig weitermache. Oh, shit. Jetzt hat er das gesehen, ne? Yo, 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 yo. Ich mach's nie wieder. Versprochen. Kann ich vielleicht ein Buch ausleihen? Okay. Kann ich das lesen? Okay, wenn ich das hab, bin ich einfach nur glücklicher oder was passiert dann? Kauf dir was zu essen, okay? Oh yeah. War irgendwo eine Gitarre oder warum habt ihr das alle gesagt? Okay. Bitte. Ja, okay, gern. Hier, bitte. Ja, die hat auch was, glaube ich. Ich hab nix. Ich hab doch Bombastic Side-Eye gemacht. Okay, was haben wir denn noch? Die Gitarre. Wir tun es jetzt. So. Was kann ich mit der Gitarre jetzt machen? Das gucken wir jetzt gleich mal. Wahrscheinlich kann ich jetzt voll die Musik machen. Musik. Aber wir müssen jetzt erstmal schlafen. Was war das hier? Hier, Gitarre. Klicken, um Straßenmusik zu machen. Geil. Machen wir morgen. Wir gehen jetzt erstmal schlafen. Rest. Bewerbungshilfe. Sehr gut.
Ein weiterer Tag geht zur Neige. Du schläfst tief heute. Es kommt nicht oft vor, dass du tatsächlich richtig gut schläfst. Als du am nächsten Morgen deine Sachen zusammensuchst, fällt dir auf, dass etwas fehlt. Jemand hat dir was geklaut. Nein! Der Winter ist gekommen. Nicht meine Gitarre! Ey, diese... Boah, du hast deine Kleidung eine Weile nicht gewaschen. Ey, es wurde dir in der Nacht etwas geklaut. Mein Lesezeichen. Du warst bei der Jobberatung. Bei deiner nächsten Bewerbung hast du eine höhere Erfolgschance. Ey, meine Gitarre ist weg. Diese Schweine einfach nur. Boah. Diese Schweine. Aber nun gut, Leute. Wir machen hier einmal einen Cut und spielen im zweiten Part weiter. Ich brauche von euch Hilfe. Was muss ich als nächstes machen? Muss ich zur Jobberatung? Soll ich die Jobberatung wechseln? An alle, die das Spiel kennen, help me. Ich will einen Job. Ich will ein Apartment. Ich will da raus. Deswegen, das Game ist echt krass, aber ich will es schaffen. Deswegen, ich brauche jetzt Tipps und Tricks wie sonst noch was, damit wir das hier schaffen. Deswegen danke fürs Zuschauen. Ich bin gespannt auf eure Kommentare und brauche Hilfe. Bitte nur schreiben, wenn ihr euch auch gut auskennt. Sonst haben wir ein Problem, wenn ich Sachen befolge, die dann nicht stimmen. Und dann sage ich danke. Wenn euch das Spiel gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Vor allem, wenn ihr weitere Parts sehen wollt, würde mich sehr freuen. Und das Game findet ihr unten in der Beschreibung. Ich sage immer danke fürs Zuschauen. Es war hart und im nächsten Teil wird es wahrscheinlich noch härter.